Hallo meine Lieben, ich dachte, ich filme mal wieder ein bisschen für euch mit. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, was ich alles mitfilmen werde. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich mitfilmen soll oder nicht. Ich dachte dann erst so, nee, weiß nicht. Aber jetzt hatte ich doch irgendwie spontan Lust und wie man sieht, sitze ich auch gerade auf dem Pferd. Und jetzt springe ich den Chap ein bisschen. Es ist keiner da zum Filmen, aber vielleicht kann ich mein Handy später irgendwo aufstellen. Dann kann ich euch ein bisschen was zeigen. Und am Wochenende bin ich auf dem Lehrgang mit beiden Pferden. Da schaue ich dann mal. Da filme ich wahrscheinlich eher nicht mit. Aber heute und morgen werde ich auf jeden Fall versuchen, euch ein bisschen was zu zeigen. Die Emma war gerade eben kurz da und hat kurz gefilmt. Das war natürlich sehr praktisch. Und ich bin jetzt auch fertig. Ich bin natürlich ein bisschen mehr geritten als nur das, was ihr gesehen habt. Er hat es sehr gut gemacht heute. Ich bin sehr zufrieden. Man sieht halt in dem Video noch ganz deutlich, dass er halt zwischen den Sprüngen immer mal so dagegen geht. Das ist mit dem Martingale nicht ganz so schlimm, also mit dem Vorderzeug, weil er dann halt noch ein bisschen Halt von unten hat, aber eigentlich möchte ich das halt auch so hinbekommen, ohne das Martingale, deshalb reite ich ihn halt auch oft ohne. Und halt die fliegenden Wechsel, die macht er halt noch nicht so sauber, wie er sie machen sollte. Wir haben jetzt schon dran gearbeitet in den letzten Tagen. Und deshalb hat er sie jetzt eigentlich schon viel besser gemacht. Und deshalb bin ich auch sehr zufrieden und er ist so super zum Springen. Also am Sprung ist er halt wirklich immer mega, mega gut. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen Schritt. Es war nämlich sehr anstrengend. Das ist nämlich sehr warm. Und dann gucke ich mal, vielleicht mache ich den Callisto heute noch. Und dann geht es auch schon wieder nach Hause. Ich habe jetzt hier einmal alle Futtereimer gerichtet. Das ist hier immer eine größere Aktion mit 5 Pferden, weil jedes Pferd 2 Futtereimer hat. Aber was tut man nicht alles für seine Vierbeiner, ne? Gell? Wir wollen ja nicht, dass ihr verhungert. Vor allem du. Du bist ja kurz vorm Verhungern, Chap, ne? Alle Pferde haben jetzt ihre Futtereimer und sind versorgt. Ich habe alles weggeräumt und jetzt muss ich nur noch den Springplatz abäppeln. Und dann bin ich fertig. Callisto mache ich jetzt heute nicht mehr, weil ich das zeitlich nicht mehr schaffe. Weil ich werde gleich abgeholt. Aber naja. Und morgen mache ich dann wieder beide und ich gucke mal, was ich morgen noch alles mitfilmen werde. Ich habe jetzt gerade die Ponys auf die Koppel gebracht. Und die Hunde sind schon hinter mir die ganze Zeit am Spielen. Mit denen gehe ich jetzt noch eine Runde laufen. Die Box habe ich auch schon gemacht. Ich habe jetzt aber nichts mehr mitgefilmt, weil ich gerade eben noch spontanen Besuch hatte. Aber die Boxen sehen wieder tipptopp aus. Sind startklar zum Einziehen für die Ponys. Also es ist Heu gefüttert und Wasser aufgefüllt. Und jetzt gehe ich mit den Hunden eine Runde laufen. Okay, tschüss Jamie. Ich bin jetzt mit den zwei oben an unserer Wiese, also was heißt unsere Wiese, auf der Wiese, auf der wir halt immer sind, angekommen. Hier ist auch unsere Koppel, unsere zweite Koppel für die Chattys, aber auf der stehen sie gerade eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt dürfen die zwei ein bisschen rennen. Thank you.
Ich bringe jetzt gerade die Hunde wieder runter und dann hole ich die Ponys. Bei der Katha merkt man richtig, dass sie richtig K.O. ist. Und der Jamie, der ist genauso viel, sogar noch mehr gerannt als die Katha. Und der ist immer noch fit wie ein Turnschuh. Und Katha läuft schon richtig langsam und unmotiviert. Bei mir ist jetzt schon der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr mitgefilmt. Und ich komme jetzt auch gerade aus der Schule. Ich hatte nämlich heute meine allerletzte Prüfung. Wir hatten heute unsere Matheprüfung. Und jetzt bin ich einfach komplett fertig mit der Realschule. Ich muss jetzt auch nicht mehr in die Schule gehen. Also was natürlich die Schule, die weiterführende Schule dann anfängt. Wir haben auch heute alle unsere Abschlusspullover angehabt. Und ja, ich bin echt happy, dass es jetzt vorbei ist. Ich stelle jetzt die Ponys ein bisschen auf die Koppel und in der Zeit esse ich dann was. Später will ich dann noch mit Claudi in den Crema fahren. Und zwar wollen wir gucken, dass ich einen neuen Helm bekomme. Ich weiß nicht, ob es welche von euch wissen. Es ist ja so, dass ich ja meinen Sturz hatte und bei dem mein Helm kaputt gegangen ist. Seitdem habe ich dann nur noch den Helm von Jana getragen. Also sie hatte zwei Helme, aber den braucht sie jetzt halt wieder. Und deshalb gucken wir jetzt nach einem neuen Helm. Und dann muss ich noch in den Stall meine Sachen für morgen richten. Ja, so ist der Plan bis jetzt. Wir fahren jetzt los. Wir fahren jetzt doch nicht zum Crema, sondern zum Löstau. Ich bin sehr gespannt, ob ich einen Helm finde. Ich habe jetzt auch noch meine Sachen gleich für den Stall dabei und habe mich umgezogen und so, weil ich danach direkt in den Stall gehe. Gerade angekommen und ich war tatsächlich einfach noch nie in einem Löstau. Nur immer auf der Online-Seite. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie das dort ist. Claudi? Ja? Was hältst du davon, wenn ich den Korb heute voll mache und du zahlst alles? Du hast wohl einen Vogelhelm. Versuch was wert. So, also das ist jetzt gerade meine erste Wahl von Uwex. Weil der sitzt auch echt gut. Na gut, ich habe ihn jetzt nicht festgemacht, aber er fühlt sich gut an. Und ja, jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter. Also nach langem Hin und Her und ich wirklich ewig gebraucht habe und vor dem Spiegel stand, habe ich mich dann doch entschieden. Und zwar nicht für den schwarzen. Okay, der sieht jetzt gerade ziemlich gold aus. Also er schimmert auf Gold. Aber ich habe jetzt den hier genommen, weil der halt viel besser passt, wenn man mit Braun reitet. Und ich fand ihn auch so cool, weil der nicht so standardmäßig ist. Und ja, deshalb wurde es jetzt der hier. Conny ist startklar. Ich mache jetzt nur noch die Trense drauf. Und ich habe übrigens die super schöne Schabracke von Merle drauf. Ich finde, die steht Conny so gut. Und dann gehen wir auf den Dressurplatz. Gell, Conny? Ja, Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich bin jetzt mit der Conny auf dem Dressurplatz und wir werden heute wirklich nur ganz entspannt ein bisschen am langen Zügel reiten. Und den Chap werde ich wahrscheinlich nur ein bisschen longieren. Wir haben jetzt 3 Tage Lehrgang vor uns und ich denke, das wird für beide Pferde und auch für mich sehr, sehr anstrengend. Ich bin jetzt mit allem fertig. Ich habe jetzt Conny in die Box gestellt, habe meine Sachen schon halbwegs im Spind. Übrigens möchte ich bald auch mal ein Spind-Video machen, weil sich das ja irgendwie ganz viele wünschen. Deshalb zeige ich jetzt gar nicht so viel vom Spind. Ich möchte nur warten, bis mein Sattel endlich ankommt, weil ich habe ja gerade noch nicht meinen eigenen Springsattel. Ja. So sieht's aus. Jetzt räume ich noch die restlichen Sachen weg von Conny. Die liegen da alle noch rum. Und dann richte ich meine Sachen. Ich hoffe, dass ich sie schnell richte, weil es ist schon 6:30 und wir müssen morgen ganz früh los. Deshalb hoffe ich, dass ich das jetzt schnell hinter mir habe. Und dann düse ich wieder nach Hause. Chap darf sich jetzt ein bisschen die Beine vertreten. Weil wir sind ja gestern schon gesprungen und da war er dann auch schon gut gearbeitet danach. Und meistens ist er eh ein bisschen gemütlich unterwegs. Deshalb heute mal ganz entspannt. Dann ist er fit fürs Wochenende. Chappy! Na du? Oh, so anstrengend, ja? Ich habe jetzt nur die Trensen geputzt und die Vorderzeuge. Huch. Und
Ich bin einfach richtig begeistert. Und so habe ich heute zum ersten Mal dieses Lederpflegedings da von Solhaus benutzt. Lederliebe Nummer 1. Und es hat mega gut funktioniert. Schaut euch mal an, wie diese Trense glänzt. Vor allem mit dem Lack. Bekommt man das mit Pflegeprodukten ja eigentlich nie so gut sauber. Also ich nehme dann einfach immer einen Wasserlappen und mache das dann so sauber und rubbel das dann noch ein bisschen trocken und dann sieht es eigentlich auch gut aus. Aber das ist einfach so sauber geworden. Das hat mich richtig begeistert. Und jetzt richte ich noch die Heunetze für morgen und das Futter, weil die Pferde werden über Nacht dort bleiben bis Montag. Ja, und dann mache ich noch den Sattel und dann bin ich fast fertig. Lifehack des Jahres. Ich nehme für meine Gamaschen einfach immer irgendwie Lederfett oder jetzt in dem Fall von Solhaus diese Lederliebe Nummer 2, die eigentlich für Glanz ist. Und gehe da einfach ein bisschen drüber und tada, die Gamaschen sehen wieder aus wie neu. Ich denke, der Vorher-Nachher-Vergleich ist deutlich zu erkennen. Ich bin jetzt mit allem fertig. Ich habe alle Sachen geputzt, bis auf meine Stiefel, die habe ich nicht mehr geschafft. Die mache ich morgen einfach auf der Fahrt noch schnell sauber. Die sind aber zum Glück nicht wirklich schmutzig. Ja, es ist alles sauber, alles gerichtet, Futter gerichtet. Und ich habe auch noch das Heunetz gefüllt. Also ich habe eigentlich wirklich alles geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Und jetzt geht es wieder nach Hause. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich auch schon mal von euch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!